Tok, tok. Funktioniert doch. Liebe Piratenpartei Deutschland.
streite den sozialen Zweig um, wie man Vermögen und ich glaube, ich kriege ein bisschen weniger. Und Glaube. Und wir gaben nicht auf. Wir machen weiter und wir glauben, dass wir etwa 6 bis 7 gerade ins Parlament bringen werden. Woran kriegen wir? Kannst du einen Komplett versetzen? Schau mal. Es waren 22 Piraten im Parlament. Und wir waren neben den Konservativen eine der beiden mächtigsten demokratischen Parteien. Es ist eine Abgeordnetenkammer, in der ein Oligarch mit den kommunistischen und faschistischen Parteien eine klare Mehrheit hat. Und jetzt sind Sie keine, es ist keine Sie oder die Politiker. Wir sind diejenigen, die sich nicht streiten und zersetzen können, weil die Handels, die Tschechien, sonst leicht das zweite Ungarn sein kann. Und wir haben keine Sicherheit, dass das alles gut gehen wird, aber wir müssen es bauen und wir müssen zusammenarbeiten. Und jetzt haben wir ein Jahr. Vor die Wahl, und die Europäische Union befindet sich in der größten Krise seit ihrer Gründung. Glauben Sie nicht, an Leute, die sagen, dass nichts Sinn macht, dass wir nicht erfolgreich sein können, dass es besser ist, Zeit mit der Familie zu verbringen. Wer sind diejenigen, die die Wende bringen? Danke. Ja, Niklas, vielen Dank für deine Worte, für die Motivation. Okay. Ich habe vorhin gesagt, dann haben wir auch Ton. Hauptaugenmerk liegt auf der Ausstellungsversammlung für die Europawahl im Jahr 2019. 2014 haben in Deutschland über 400.000 Menschen für die Piratenpartei ihre Stimme abgegeben, sodass es uns möglich wurde, ein Mandat im Europaparlament zu bekleiden. Dieses Mandat wird seit 2014 von einer Person bekleidet und das sehr, sehr erfolgreich, wo ich mich besonders freue, dass sie heute es zeitlich machen konnte, hier zu sein. Weil diese Mandatsträgerin bekleidet dieses Mandat auf europäischer Ebene so hervorragend, dass wir eigentlich starten müssten mit einem ganz, ganz großen Dankeschön für die Arbeit, die Sie dort geleistet haben bisher. Der scheint gar nichts zu reden. Das ist der. Du hast dich im Pegel drauf. Ja, ja. Dann ist das das Internet. Dann ist das Internet nicht auf dem Laptop. Oh. Vielen Dank. Eigentlich wäre mein Satz, also manchmal kommt es ja anders, als man denkt. Ich wollte eigentlich sagen, begrüßt mit mir unsere Europaabgeordnete Julia Reda. Herzlich willkommen, dass du da bist. Dankeschön. Ja, ja, das ist die Inform. Hallo Piraten. Ich denke, eines haben wir in den letzten Jahren europaweit bewiesen. Und das ist,
dass Piraten in den Parlamenten gebraucht werden und nicht ersetzbar sind. Ich freue mich sehr über den großen Erfolg in Tschechien, aber wir haben auch gezeigt, dass selbst einzelne Abgeordnete viel erreichen können, gemeinsam mit der Unterstützung ihrer Partei. Vielleicht will die Bundesregierung auch genau deshalb die Sperrklausel für die Europawahl wieder einführen. Dass wir die Funktionsfähigkeit des Europaparlaments beeinträchtigen, ist eigentlich ein bisschen zu viel des Lobes. Aber ich sage euch, auch 2014 hatten wir mit dieser Art von Problemen zu kämpfen. Und am Ende hat uns das Verfassungsgericht recht gegeben. Und auch wenn die Bundesregierung wieder versucht, die Sperrklausel einzuführen, wird das Ergebnis wieder dasselbe sein. Was tun wir also da im Europaparlament, wenn es nicht die Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit ist? Wir zeigen, was die Bundesregierung in Europa macht, wenn keiner hinguckt. Im Koalitionsvertrag steht zum Beispiel, Abrauchfilter lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Gleichzeitig schickt aber ein Minister Seehofer Briefe an die Kommission, wo er sagt, wir brauchen die Uploadfilter nicht nur gegen Urheberrechtsverletzungen, sondern auch zur Terrorbekämpfung. Und das Ergebnis wird sein, dass irgendwann alle Inhalte, die im Internet verkehren, zentral von einigen wenigen Unternehmen kontrolliert werden. Wir Piraten führen den Widerstand gegen Uploadfilter an. Und Abgeordnete von SPD, Grünen, FDP und der Linken schließen sich diesem Protest an. Der Ausschuss wird sie am 20. Juni im Europaparlament womöglich durchwinken, aber die endgültige Entscheidung darüber, die wird im Frühjahr gefällt, mitten im Wahlkampf oder kurz danach. Und diese Chance müssen wir nutzen. Dass das Internet wird wie das Fernsehen, dass große Firmen wie Google und Facebook bestimmen, was im Internet gezeigt und gesagt werden darf, der muss auch 2019 Piraten wählen. Und wir stehen damit in Deutschland nicht allein da. Die tschechische Piratenpartei hat ausgezeichnete Ergebnisse erzielt und ist jetzt die größte proeuropäische und progressive Fraktion im tschechischen Parlament. Und es gibt weitere Hoffnungsträger in anderen Ländern. Wir Piraten bekennen uns zu Europa. Und das heißt nicht, dass wir nicht den Finger in die Wunde legen. Wir schaffen Transparenz, wenn die Bundesregierung mal wieder die Schuld auf Brüssel schiebt. Aber auch wenn die EU-Kommission Wirtschaftsinteressen bedient statt dem Allgemeinwohl. Zum Beispiel, wenn Kommissar Oettinger auf Wunsch von Axel Springer das gescheiterte deutsche Leistungsschutzrecht durchdrückt. Ich möchte diese Rede nutzen, um auch ein bisschen Revue passieren lassen, mit welchen Zielen ich 2014 angetreten bin. Und ich hoffe, ihr gebt mir diese Möglichkeit, da ein bisschen länger drauf einzugehen. Denn ich bin damals mit 13 Zielen angetreten und auch wenn ich nicht alle davon vollständig erreicht habe, denke ich, es gibt auch einiges Positives zu berichten, von dem ich euch erzählen möchte. Das erste Ziel hieß grenzenlos Internet. Nachrichten wie dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar, gehören leider noch nicht komplett der Vergangenheit an. Aber zumindest kann man sein Netflix-Abo jetzt auch im Urlaub nutzen. Ich kämpfe noch immer dafür, dass auch die Mediatheken ihre Angebote grenzübergreifend machen und ich setze mich für eine Urheberrechtsreform ein, die europaweit ein Recht auf Remix einführt. Hat das Parlament mit großer Mehrheit meinen Bericht zum Urheberrecht angenommen und fordert europaweite Rechte für Nutzerinnen und Stärkung der Urheberinnen gegenüber den Verlagen. Mein zweites Ziel hieß mehr Daten, jetzt. Wir haben im Europaparlament die Netzneutralität verteidigt. Wir helfen Freifunk, zum Beispiel EU-Fördergelder für öffentliche Hotspots zu bekommen. Mit dem neuen europäischen Telekommunikationskodex, der demnächst verabschiedet wird, kommt ein Recht auf Grundversorgung mit Internet. Und Verbraucherschutzrechte beim Wechsel des Internetproviders werden gestärkt. Ich versuche, die größten Player wie Telekom und Telefonica zu deregulieren, haben wir zumindest erfolgreich eingedämmt.
Und öffentliche Verwaltungen müssen dank neuen EU-Regeln, an denen Piraten gearbeitet haben, bald viel mehr Dienste online anbieten, damit wir unnötige Behördengänge vermeiden können. Mein drittes Ziel hieß, meine Daten, unsere Daten geschützt. Die Datenschutzgrundverordnung ist endlich in Kraft. Sicher gibt es noch Kinderkrankheiten dabei. Und Facebook hat schon angekündigt, dass man weiterhin personalisierter Werbung zustimmen muss, wenn man Facebook benutzen will. Das heißt, hier gibt es weiterhin viel zu tun. Ihr braucht es die E-Privacy-Verordnung, um Tracking einzudämmen. Das hilft übrigens auch den Verlagen, die über sinkende Werbeeinnahmen klagen und ohnehin nicht mit Google und Facebook konkurrieren können, wenn es um Sammeln von persönlichen Daten geht. Das Parlament geht mit einer starken Position in diese Verhandlungen. User haben das Recht, Werbeblocker zu verwenden und dürfen deshalb nicht diskriminiert werden. Das vierte Ziel, das mir besonders wichtig ist, heißt, Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Wenn Datenschutz Verteidigung ist, dann ist die Informationsfreiheit Angriff. Wir haben bewiesen, Wissen ist Macht. Wir haben aufgedeckt, wie die Kommission unbequeme Studien zurückhält, die zeigen, dass das Leistungsschutzrecht eine Schnapsidee ist und dass Urheberrechtsverletzungen vielleicht gar keine so großen Schwerpunkte haben. Erst vor wenigen Wochen hat das Parlament mich zu einer der Verhandlungsführerinnen für die Überarbeitung der Open-Data-Gesetzgebung auf Europaebene ernannt. Ich führe hier die erfolgreiche Arbeit der schwedischen Piratin Amelia Andersdotter fort. Meine zentralen Forderungen sind Open Data by Default. Es gibt immer noch viel zu viel Widerstand dagegen, dass öffentliche Daten einfach gleich von Anfang an allen zur Verfügung stehen. Und das soll nicht nur für Schnarchdaten gelten. Bis heute bekommt Google zum Beispiel die deutschlandweiten Luftbilder für ganz wenig Geld, ohne dass sie auch frei für alle anderen verfügbar sind. Anstatt Großkonzernen zu neuen Monopolen zu verhelfen, sollten wir mit offenen Daten Gemeinschaftsprojekte wie OpenStreetMap stärken. Um freie Software zu stärken, haben wir es erreicht, dass die EU in die Sicherheit von freier Software investiert und dieses Projekt könnte sogar dauerhaft Teil des EU-Haushalts werden. Meine fünfte Forderung, und da haben wir ziemlich hochgegriffen, hieß ein echtes Parlament. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass zur Europawahl auch gemeinsame europäische Listen antreten können. Damit ihr auch für die Piraten in Tschechien oder in Schweden abstimmen könnt, wenn ihr das wollt, und umgekehrt natürlich. Darüber, wer mich im Parlament am besten vertritt, soll nicht die Staatsangehörigkeit entscheiden, sondern die politischen Inhalte. Gerne Lippenbekenntnisse für ein geeintes Europa abgibt, diese Reform verhindert. Der sechste Punkt hieß, wissen, wer mitentscheidet. Wir haben alle meine Treffen mit Lobbyistinnen und Lobbyisten auf meiner Webseite öffentlich gemacht. Damit das so einfach wie möglich geht, haben wir ein Tool entwickelt namens LobbyCal, das das automatisch für uns erledigt. Als stellvertretende Vorsitzende der Grünen EVA-Fraktion konnte ich durchsetzen, dass die ganze Fraktion jetzt dieses benutzt. Und auch bei Lobbytransparenz in den Institutionen haben wir mit der Fraktion große Fortschritte erzielt. Aber gleichzeitig zeigt vor allen Dingen die Debatte über Uploadfilter, Leistungsschutzrecht und Co., dass Wirtschaftsinteressen noch immer zu viel Einfluss auf europäische Politik haben. Jetzt muss ich euch warnen, jetzt komme ich zu dem weniger erfreulichen Teil. Der siebte Punkt war, der Euro muss bleiben. Und ich kann leider nicht behaupten, die EU stehe besser da als 2014. Die AfD ist in Mannschaftsstärke in viele Parlamente eingezogen und macht die Verharmlosung des Holocaust wieder salonfähig. Europaweit sind europafeindliche und faschistische Parteien auf dem Vormarsch und zum ersten Mal in der Geschichte der EU will ein Land austreten. Diesen nationalistischen Kräften müssen wir Piraten als globale Bewegung entschieden entgegenstehen. Die achte Forderung war Europa verbindet. Wir wollen Grenzen abbauen, stattdessen werden immer mehr Grenzen errichtet. Innerhalb der EU sind Passkontrollen wieder an der Tagesordnung.
Die 9. Forderung, alle für Europa. Versuche, gemeinsame Lösungen, zum Beispiel in der Netzpolitik zu finden, scheitern noch viel zu oft an nationalen Egoismen. Wir setzen uns weiter für europäische Lösungen ein, um Grenzen auch im Internet zu überwinden. Die 10. Forderung, Europa für alle. An den EU-Außengrenzen kostet die europäische Abschottungspolitik täglich Menschenleben. Und die EU unterstützt Unrechtsstaaten, solange diese Menschen auf der Flucht nach Europa aufhalten. Das ist unmenschlich und kann von der EU nicht unterstützt werden. Die 11. Forderung war Solidarität. Auch mit der Solidarität ist es nicht mehr so weit her, wenn deutsche Politiker darüber spekulieren, wann die Troika in Rom einmarschiert. Die EU kann nur funktionieren, wenn niemand zurückgelassen wird. Die 12. Forderung war die europäische Energiewende. Hier hat das Pariser Klimaabkommen neue Standards gesetzt. Aber in einer Welt, in der jemand wie Trump jahrelange Arbeit gegen den Klimawandel bekämpft, kann es auf keinen Fall Entwarnung geben. Und zu guter Letzt mein 13. Ziel, gemeinsam nach den Sternen greifen. Mein letztes Wahlversprechen war, dass Europa einen Weltraumaufzug baut. Und manche Politikerin auf Lebenszeit werden sollte. Denn auch da draußen gibt es noch so viel zu verändern. Und wer zu lange im Politgeschäft bleibt, der kann irgendwann nichts anderes mehr und wird abhängig von der Wiederwahl. Für mich ist es deshalb Zeit für einen Tapetenwechsel. Ich danke allen, die mich in den letzten Jahren unterstützt haben und ich vertraue darauf, dass alle Piraten gemeinsam, grenzübergreifend und gestärkt im nächsten Europaparlament diese Arbeit fortsetzen. Dankeschön. Ich will noch mal zeigen, dass wir Julia für ihre Arbeit, ich bin Julia auch jetzt dankbar sind für das, was sie geleistet hat auf europäischer Ebene. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank. Oh.